Ein USA-Roadtrip ist für viele das Nonplusultra. Gewisse Umstände können jedoch schnell mal die Reisekasse belasten. Darum nenne ich dir heute 5 Fehler, die es zu vermeiden gilt, um deine Reise sorglos und sicher zu gestalten. Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Als Reiseplaner versorge ich dich regelmäßig mit Tipps und Vorschlägen zum Thema USA. Ein Roadtrip benötigt schon etwas Aufwand und man hat besonders bei der ersten Reise nicht immer alles so im Blick. Deshalb möchte ich dir heute 5 Fehler aufzeigen, die dich bares Geld kosten könnten. Bleib bitte unbedingt bis zum Ende dran, denn dort gebe ich noch einen Bonustipp. Aber ich mache es kurz und bündig, also geht's direkt los mit dem ersten. Sicher hast du schon gehört, dass ein Arztbesuch in den USA extrem teuer werden kann. Und da auf einer tausende Kilometer umfassenden Reise immer mal was passieren kann, solltest du auf gar keinen Fall auf eine Auslandskrankenversicherung verzichten. Ich mache das über die Hanse Merkur, kostet 29 Euro im Jahr und dafür habe ich eine Sorge weniger. Das Gefühl von Freiheit ist natürlich sehr schön. Allerdings muss man berücksichtigen, dass in einigen Fällen besonders die Touristenstädte sehr teuer sind und sich auch die Unterkünfte dieser Situation anpassen. Sofern du noch ein wenig Interesse an günstigen Unterkünften hast, solltest du den Fehler vermeiden, dir auf gut Glück ein Zimmer zu suchen. Das kann nicht nur teuer werden, sondern auch viel Zeit in Anspruch nehmen. Und wenn du ländlicher unterwegs bist, musst du womöglich irgendwann mal im Auto nächtigen, weil alles belegt ist oder es in der Gegend gar keine Unterkünfte gibt. Zu zweit reicht uns ein Cabrio oder ein Kleinwagen, liest man recht häufig in Foren verschiedener Social-Media-Plattformen. Das mag für eine 10-tägige Florida-Rundreise auch zutreffen, wenn man bei beständigen Temperaturen nur leichte Bekleidung mit sich führt. Wer sich aber 3 Wochen in den USA aufhält, hat vermutlich 2 Koffer dabei, muss abends Einkäufe im Wagen unterbringen und benötigt nicht selten eine Kühlbox, die sich auf der Rücksitzbank befindet. Hinzu kommt noch ein täglich wachsender Wäschesack. Außerdem sollte man noch den Komfort bedenken, der bei 4.000 bis 6.000 Kilometern derbe auf die Knochen geht, sofern das Fahrzeug zu klein ist. Manche Menschen wollen San Francisco besuchen und am nächsten Tag durchfahren bis nach Los Angeles. Nur ein Beispiel von vielen. Kann man machen, klar. Jedoch führt der kürzeste Weg von 616 Kilometern über die Interstate, wo du nahezu nichts zu sehen bekommst. Und wenn man noch den Pacific Coast Highway mit einplant, reden wir bereits von über 750 Kilometern. Wofür man ohne Stopp schon 11 bis 12 Stunden rechnen müsste. Lass das bleiben. So verpasst man viele schöne Ausblicke und Ortschaften. Und außerdem soll es doch auch noch Urlaub sein, oder? Wer bereits vor der Reise von Deutschland aus einen Mietwagen bucht, kann sich darauf verlassen, die notwendigen Versicherungen im Paket zu haben. An den Flughäfen in den Staaten ist es nicht unüblich, dass man versucht, dir irgendwelche Zusatzversicherungen aufzuschwatzen. Und selbst wenn du sie ablehnst, solltest du aufpassen, dass dir nicht noch zusätzliche Kosten berechnet werden. Dein Wagen ist in der Regel schon am Buchungstag komplett bezahlt. Also ist die Kreditkarte nur für die Kaution auszuhändigen. Abonniere jetzt meinen Kanal, um weiterhin wertvolle Tipps zu erhalten. Und jetzt wünsche ich dir gutes Gelingen für deine Reise durch das Land of the Free. Ach so ja, ich hatte dir noch einen Bonus versprochen. Und zwar ist dringend davon abzuraten, viel zu schnell zu fahren. Zwar machen es die Amis gerne mal vor, aber ein Verstoß gegen das Gesetz kann bei der Polizei durchaus dazu führen, dass du einem Richter vorgeführt werden musst. Und das wollen wir doch wohl lieber nicht, oder? Genieß lieber die Aussicht bei gemäßigtem Tempo. Es ist Urlaub. Jetzt habe ich aber alles gesagt. Hier neben mir findest du noch weitere spannende Videos, falls du Zeit hast oder Lust verspürst. Stay tuned and have a good one.